Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Grüßt euch. Wir hoffen, dass das jetzt mit dem Ton passt. Es ist doch richtig windig hier oben auf dem Berg. Ja, Berg, es ist ein Hügel. Es ist eigentlich ein Schlittenhügel von unserem Ort hier. Mit diesem Video, was wir euch heute zeigen, wollen wir euch unser neues City-Taxi vorstellen. Jetzt viele von euch kennen es schon durch ein Video vor diesem hier mit der eingebauten Dashcam. Aber ihr wisst also, was es ist. Richtig vorstellen, worum es hier wirklich geht bei unserem neuen ATV. Das wollen wir mit diesem Video tun. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Und noch ein kurzer Hinweis. Und zwar am Ende des Videos habe ich noch so 5-6 Minuten ATV Offroad. Schaut es euch an, was man mit so einem Ding eigentlich alles machen kann, was wir noch nicht gemacht haben und vielleicht auch nie im Leben machen werden. In Sicherheit nicht, ich jedenfalls nicht. Und das Putzen dauert mir auch zu lange, aber ihr solltet euch anschauen, was man wirklich damit alles machen kann. Das ist der Marco, der uns seine Videos zur Verfügung gestellt hat und die wir ein bisschen zusammengeschnitten haben, um euch zu zeigen, was denn alles möglich ist. Okay, dann erstmal viel Spaß mit unserem neuen Video. Der Vorstellung unseres neuen City-Taxis. So, Thomas, erste Fahrt. Raus aus dem Laden. Verladen und dann geht's ab nach Hause. Und wie war die erste Fahrt, Thomas? Oh, Spitze! Erste Fahrt auf den Anhänger, die traue ich mir nicht alleine. Dann lasse ich lieber den Chef machen, der hat die Erfahrung. Dann fangen wir mal an mit den rein technischen Daten. Das wird ja auch viele, gerade die Männer, interessieren. Also, dieses ATV, All Terrain Vehicle, ist eine TGB Blade 1000. TGB, das ist die Firma, die gibt es auch schon zig Jahrzehnte, aus Taiwan. Nennt sich Taiwan Golden Bee. Also Taiwan Goldene Biene. In der Kurzform, der Unterschied zwischen einem ATV und einem Quad. Quads haben meistens, nicht immer, aber meistens nur Heckantrieb, gibt es auch als Schalter und sind meistens Sportquads. Das ist also mehr für die Straße. Dadurch können die Quads auch meist mit höheren Geschwindigkeiten fahren und sie sind viel tiefer und breiter und somit auf der Straße bei höheren Geschwindigkeiten auch sicherer. Muss man einfach so sagen. Das ATV ist ja von Kanada, Australien bis nach Deutschland. Wird das oft von Bauern gebraucht. Dieses ATV, wie wir es jetzt hier haben, ist auch angemeldet als LOF. Das heißt Land- oder Forstwirtschaftliches Fahrzeug. In den Papieren steht Ackerschlepper. Da gibt es einige Bestimmungen, die in der EU eingehalten werden müssen. Unter anderem muss ein Allrad vorhanden sein, ein Differential. Was aber auch vorhanden sein muss, ist die Anhängerkupplung, die man jetzt gerade hier sieht. Aber dazu komme ich dann nochmal näher. Das nennt sich hier eine Blade 1000 LT. Das ist die Langversion. Dieses hier ist sogar eine Touring. Das heißt, sie ist 70% Straße, 30% Offroad ausgelegt. So heißt es.
obwohl die Räder mehr nach 70% Offroad aussehen und 30% Straße. Fahren sich relativ gut, aber ich werde sie noch auswuchten lassen. Ich habe ein schlackerndes Lenkrad zwischen 75 und 95 km/h. Aber ich war schon los, es ist Corona-Zeit, es ist zu. Gleich danach kann ich vorbeikommen und dann werden mir die Räder ausgewuchtet. Hier handelt es sich um ein V2, V-Twin, steht drauf. Motor mit 1000 Kubik, also ganz genau 997 Kubikzentimeter. Die hat 62 kW bei 7000 Umdrehungen, das heißt 84 PS. Ist Wasser- und Öl gekühlt, wird angetrieben mit einer Kardanwelle. Dann gibt es den zuschaltbaren Allradantrieb, das heißt, ich schalte vorne hinzu, ich kann hinten eine Sperre hinzuschalten, vorne eine Sperre hinzuschalten, das zeige ich euch nochmal an dem Schalter. Diese Touring hat verstellbare Gasdruckfederbeine, die können also in der Stärke von der Federung her eingestellt werden und sie hat auch eine dreifache Servolenkung. Hier gibt es 14 Zoll Bereifung mit vorne 230er und hinten 210 mm Bremsscheiben, schicke rote Bremssättel, seht ihr auch gleich nochmal. Die Reifen sind hier AT, also All-Terrain-Reifen, nennen sich Bighorn und sind Touring Siros-Reifen. Die Felgen sind Alufelgen. Das Leergewicht liegt hier bei 500 Kilo, der Tankinhalt bei 23 Liter. Die Abmessungen sind circa Maße 2,37 Meter lang, 1,20 Meter breit und 1,29 Meter hoch. Dieses LOF hat eine Anhängelast von 1010 Kilo. Das ist natürlich richtig viel. 35 Kilo Stützlast. Ja, das Topcase hinten hat 135 Liter, ist hier Serie. Einschließlich der Rückenlehnen und auch der Griffe, damit der Sozius sich gut festhalten kann. Das Ganze geschützt hinter so Gummiprotektoren. Falls man Gelände fährt, Schotterwege oder so, dass der hinten keine Steine oder sowas gegen die Hände bekommen kann. Vorne dran ist eine Seilwinde, zeige ich euch aber alles nochmal näher und größer. Und Gepäckträger vorne, da haben wir uns einen zweiten Koffer drauf gebaut. Das ist so der Kofferraum, sage ich mal. Hinten rein für Helme, Kleidung, Einkäufe. Vorne für Warndreieck, Verbandskasten, Reservekanister und auch noch ein paar Tücher, um mal schnell rüber zu wischen. Was ich da so drin habe, kann ich euch dann noch zeigen. Ja, vorne Rammschutz, sieht man ja. Was denn? Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr, gut. Die Angaben sind alle direkt von TGB. Hier steht alle Angaben ohne Gewehr. Gut, alle Angaben ohne Gewehr. So, dann haben wir zwei versperrbare, abschließbare Staufächer. Eins davon hat sogar eine 12 Volt Ladestation drin, kann man sein Handy drin laden. Das ist eine 5 Stufen Automatik, die da verbaut ist. Und die Farben sind schwarz matt und dunkelblau metallic. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, das war jetzt erstmal so das Wichtigste zu den rein technischen Daten. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Dann beantworte ich das da nochmal zusätzlich. Wenn ich mich vertan habe, das ist auch mein erstes ATV. Wenn ich mich irgendwo vertue, irgendwas falsch erzähle, seht es mir nach. Ich lerne auch immer noch dazu. Dann komme ich mal zu kleinen Details. Ach, ich sag's ja, gerade die Spielkinder, die Männer unter uns allen, unter den Zuschauern, wird vieles interessieren. Wir haben hier eine LED-Beleuchtung, eine Voll-LED-Beleuchtung. Auch die Blinker sind LED. Ah, da fällt mir gerade ein, mein Schatz sitzt hinter mir. Wir könnten das Ganze mal zeigen. Schatzi, komm mal her. Ja, mein Schatz hat schon mal das Licht angemacht. Wie ihr seht, es ist alles doppelt vorhanden. Das ist das normale Fahrlicht, Abblendlicht. So, Schatz, mach mal bitte Fernlicht an. Jawohl. Ihr seht auch das Fernlicht, doppelt vorhanden. So, Schatz, bitte mal beides Licht aus. Ja, den Schlüssel mal zurückdrehen. Jawohl, und jetzt mal die Warnblinklicht an. Auch das doppelt vorhanden. Natürlich immer beide Seiten. So, jetzt gehe ich noch mal kurz nach hinten, damit wir gleich den Unterschied oder gleich die hinteren Lampen auch sehen.
Ja, wie man sieht hier auch, LED-Beleuchtung. Schatz, mach bitte nochmal Licht an. Das heißt, den Schlüssel 2 nach rechts drehen. Genau. Hier sieht man schick die LED-Beleuchtung. Zieh mal bitte an der linken Bremse. Jawohl, richtig schön hell. Ach ja, dazu noch was. Hier, zieh bitte nochmal an der Bremse. Eingebaut im Koffer. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Nochmal bremsen. Mach mal immer so bremsen, loslassen, bremsen, loslassen. Ja, hier, guckt euch den Weihnachtsbaum an. Die dritte Bremsleuchte oben im Koffer eingebaut. Finde ich natürlich fantastisch. Und die weiße Leuchte, die man hier sieht, das ist die Nebelschlussleuchte. Die leuchtet natürlich dann rot. Dann zeige ich euch mal kurz die Seilwinde. Ich habe den Haken hier mal so ein bisschen eingehakt in die Abschleppöse. So. Dieses rot-weiße Band ist nicht aus Spaß oder nicht aus Werbegründen dort, sondern daran zieht man. Zieht man, damit man nicht an das Stahlseil fassen muss, denn das Stahlseil wird mit der Zeit ausfransen und das wird natürlich gefährlich für die Hände. Das ist ein Stopper. Sie hat einen Leerlauf, den kann man hier an der Seite einstellen. Ihr seht dieses rote, diesen roten runden Knopf hier. Wenn ich da den Leerlauf einstelle, dann kann ich das Seil einfach rausziehen und irgendwo um den Baum wickeln, irgendwo an ein anderes ATV machen, ein Auto oder sonst was. Und dann drehe ich das Ding zurück, rastet wieder ein und dann kann ich es halt elektrisch einfahren. So, mache ich hier wieder fest. Ich mag das nicht, wenn dieser Haken da immer so runter bammelt. Ja, den Bumper sieht man hier auch ganz gut. Ich bin super glücklich, dass wir hier im Landkreis Gifhorn, wo ich sie anmelden muss, ein wirklich kleines Kennzeichen bekommen haben. Das versaut irgendwie nicht so das Design der Front. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann zeige ich euch mal den Frontkoffer, den wir uns gekauft haben. Ich weiß nicht, der sieht irgendwie aus, als wenn der genau auf die TGB gehört. Ist aber eigentlich nicht so. Der ist, glaube ich, von der Seaforce, aber passt hier 100% drauf. Ich muss sagen, so dieses eckige Design, ich sage mal so ein bisschen Stealth-Bomber-mäßig, das hat die Blade sowieso, das sieht man hier überall. Alles so ein bisschen eckig und da passt natürlich der Koffer sehr gut dazu, als wenn er dazu gehört. So, Frontkoffer, aufmachen, abschließbar. Ich habe drinne Regenkleidung, Regenhose, Regenjacke, Warndreieck, Verbandskasten, unter anderem, weil es wie ein Kraftfahrzeug, wie ein PKW zugelassen ist, sozusagen in der STVU, jedenfalls so gehandhabt wird, muss Warndreieck, Verbandskasten, Warnweste dabei sein und ist natürlich auch sicherer. So, ein paar Putzlappen und ein 5 Liter Kanister, falls man mal irgendwo unterwegs den Sprit verliert. Das ist hier vorne drin und ihr seht, es ist, wenn man das alles ein bisschen zusammenpackt hier und sowas ist hier, das passt bis hinten rein. Es ist sogar immer noch eine Menge Platz. So, gut zumachen, lässt sich ganz prima verschließen, mit Federung dran, abschließen, abschließen. Ja, hier seht ihr nochmal die Frontkamera, aber da habe ich ein extra Video von gedreht. Ja, zur Front kann ich sonst so weiter nicht sagen. Oh gut, vielleicht mal gleich hier vorne, was man von vorne sieht. Die Handprotektoren des Fahrers und die Spiegel in so einer Carbon-Optik. Sieht schick aus. Die sind eigentlich zu kurz. Man kann an dem großen Koffer kaum vorbeigucken. Ich habe hier 6 cm Verlängerung, Verbreiterung rangebaut. Hat immer noch nicht so ganz gereicht. 1 bis 2 Drittel des Spiegelinhalt sind immer noch der Koffer. Hat sich aber jetzt bei uns erledigt, weil ich habe die Kamera drin, die nach hinten hinters Heck zeigt. Das hier zeige ich euch von vorne auch gerne nochmal. Ist einfach nur für mein Handy. Wenn wir unterwegs sind, irgendwo in der Großstadt sind, kann ich dort mein Handy als Navi reinpacken. Kabel raus, direkt in die 12 Volt Steckdose. Gut, dann gehen wir mal zur Seite. Hier haben wir schon die 12 Volt Steckdose. Lenkradschloss. Die zweite 12 Volt Steckdose ist hier drin. Der ganze Deckel kann aufgemacht werden, will ich jetzt nicht extra aufschließen. Aufgemacht werden, da drin ist wie so ein Handschuhfach, ist gut 20 cm tief. Das andere, das gleiche nochmal auf der anderen Seite auch. Jetzt sieht man hier mal schön, jetzt so noch so schön sauber ist. Hier ist der Deckel nicht richtig zu, sehe ich gerade. Ah, das war meine Schuld. Gut, muss ich nochmal ran. Da habe ich die Kabel verlegt.
nicht richtig zugemacht. Aber jetzt sieht man diesen schicken blauen Lack hier. So, schaut euch das an, wie der schön in der Sonne leuchtet. Klasse. Da Rita so klein ist, brauchen wir hier Fußstützenerhöhung. Die gibt es direkt von TGB zu kaufen. Die sind jeweils ungefähr 4 cm hoch. Für Rita haben wir hier 4 Stück gebraucht. Ja, jetzt muss ich sagen, das ist so ein bisschen der Klopfer. Ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, soll, aber ich mache es trotzdem. In Deutschland beim Motorradhändler das Stück 59,90. Das Stück. 8 Stück haben wir gebraucht. Ihr seid bestimmt selbst gut im Kopf rechnen. Dann habe ich mal bei Facebook in einer Gruppe gefragt, wo habt ihr denn eure Fußstützenerhöhungen her? Dann hat sich ein Franzose bei mir gemeldet und hat geschrieben, was wollen die haben in Deutschland? Das Stück für 59,90. Bei uns in Frankreich im Motorradladen das Paar 39,90. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich Französisch gelernt habe. Nein, Tochter und Schwiegersohn können Französisch, der Rest wird Google-Hilfe. Haben wir übersetzt. Es hat gleich, glaube ich, 2 Wochen gedauert. Dann hatten wir sie da. Das Paar für 39,90. Ja, da muss ich einfach sagen, das ist, der Preisunterschied ist so wahnsinnig groß. Das ärgert mich dann doch. Wie man. Dann kommen wir mal. Oh, nehmen wir erstmal den Heckkoffer. Das ist der Heckkoffer. Jetzt sieht man ganz gut hier Armauflage. Das ist weich. Hier drinnen sieht man die Griffe, wo man sich sehr gut dran festhalten kann. Plus geht das Taschentuch verstecken kann. So, mit den Handprotektoren hier. Ja, Koffer hinten kann verschlossen werden mit Vorhängeschlösser. Ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen schöner machen können. Aber egal, er ist riesengroß. Er geht bis ganz tief hinten rein. Das wird die Kamera gar nicht zeigen können. Hier ist jetzt sogar noch mein Rucksack drinne mit der Drohne. Mal gucken, ob wir noch schöne Drohnenaufnahmen machen während der Fahrt. Der geht, wie gesagt, bis ganz hinten rein. Man kann, ihr seht, jetzt bin ich hinten. Mein ganzer Arm ist verschwunden. Da passt also richtig was rein. Was auch sehr schön aussieht bei TGB, ist diese Einrohr mittig sitzende, voll verchromte Auspuffanlage. Hier wird zumindest die Verkleidung ist verchromt. Ne, sieht gut aus. Daneben die Steckdose an der Kupplung. Ich habe hier nur mal so ein Plastikhütchen drauf gesetzt. Alles noch schick, alles noch sauber, alles noch ungenutzt. Die verstellbaren Stoßdämpfer. Die Federung, mal gucken, na, kann ich jetzt nicht zeigen, die ist ziemlich straff eingestellt. Wenn wir zu zweit fahren, dann brauchen wir die so straff. Kennzeichenbeleuchtung, auch hinten, schönes kleines Kennzeichen. Ah ja, hier ist der Tank, Tankstutzen. 23 Liter Benzin, Verbrauch, was ich so gelesen habe, ich bin noch nicht genug gefahren, um es wirklich sagen zu können. So ungefähr 8 bis 10 Liter, aber man darf nicht vergessen, schweres Fahrzeug, Allradfahrzeug, hohe Drehzahlen. Gut, dann setze ich mich mal dahin. Dazu muss ich mal meinen Helm zur Seite nehmen und die Handschuhe. Ab in den Rasen. Dann setze ich mich mal hin und erkläre euch ein bisschen das Cockpit. Bitte? Nein, du kannst da sitzen bleiben. Ich habe dich gerne mit dem Bild, mein Schatz. Wir sind ja beide froh, dass du dich wieder so einigermaßen bewegen kannst. Mit Krücke bis unter das Carport, dann rauf auf die Maschine, hier nochmal runter, wieder rauf und wieder nach Hause. Aber die Schmerzen lassen langsam nach, natürlich klar, wenn man fast nur auf der Couch sitzt und sowas und das Knie schont, dann geht das natürlich auch. Aber es wird auch wieder, haben wir keine Angst. So, City Taxi, schick gestickt von meinem Fräuchen. So. Cockpit. Ihr seht, halbe Disco. Sämtliche Kontrollleuchten. Tacho mit Uhrzeit, Drehzahlmesser, allem drum und dran. Hier mal sehen, ob man das sehen kann. Ich denke mal schon. Können wir mal kurz den Allrad mit zuschalten. Jetzt haben wir die hintere Sperre eingeschaltet. Ausgeschaltet. Sperre ein,
Es hat geklackt und man sieht auf der Anzeige, der Frontantrieb ist zugeschaltet und die vordere Sperre auch. Jetzt haben wir hinten Sperre, vorne Achssperre und Allrad. Das wird über diese beiden Taster elektrisch zugeschaltet. Nur im Stand, dann kann nichts kaputt gehen. Zuschalten, 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 hier wieder zurück. Das hier ist die Parkbremse. Eine Parkbremse. Parkbremse ein. Automatik auf P, kann schon so gut wie nichts passieren. Aber hier ist noch eine zweite Parkbremse. Komme ich da rum? Den roten Hebel hier, den sieht man da. Wenn ich den jetzt drücke, habe ich zusätzlich eine zweite Parkbremse. Achso, jetzt nochmal in den Spiegel gucken hier. Ihr seht, man sieht noch sehr viel Koffer in dem Spiegel. Die Handy-Navi-Tasche von vorne, die ist auch wasserdicht. Dann haben wir die Anzeige, die Leuchte für Nebelschlussleuchte und die Anzeige für Motortemperatur. Wenn die leuchtet, ist der Motor zu heiß, bleibt man stehen, lässt ein bisschen laufen, lässt ein bisschen abkühlen. Wird wahrscheinlich nur passieren, wenn man wirklich im schweren Gelände fährt. Dann habe ich hier Schalter für das Dashcam-Kamerasystem. Damit kann ich die Kamera einschalten, damit kann ich Fotos sperren, die dann auf der SD-Karte halt gespeichert bleiben und nicht mehr überspielt werden. Hiermit kann ich Fotos machen. So. Hier haben wir ein Extra, was wir uns verbauen lassen haben. Und zwar ist das eine Griffheizung und Heizung für das Daumengas. Wer das noch nicht kennt, ein Quad oder ein ATV hat kein Drehgriff, sondern Daumengas. Damit gibt man Gas. Das liegt auch daran, wenn der Lenker ganz eingeschlagen ist und man fährt um die Kurve, muss man sich anders als bei einem Motorrad anders in die Kurve legen und würde sonst versehentlich beim Kurve drehen am Gashebel ziehen. Und das ist bei einem Quad oder ATV sehr gefährlich. Deshalb ist Pflicht Daumengas. Es gibt in der Zwischenzeit auch Dualgas. Kann man das Daumengas sperren und Drehgas zuschalten. So, Parkbremse wieder ein. Einmal Bremsflüssigkeit stand auf der einen Seite, Bremsflüssigkeit stand auf der anderen Seite, Vorder- und Hinterradbremse. Dieses Extra haben wir uns halt, wie gesagt, verbauen lassen. Hat 4 Stufen. Damit werden die Griffe beheizt und das Daumengas auch beheizt. Kann man also auch schön mal bei kaltem Wetter oder im Winter fahren. Kommen wir dazu. In, out. Kann sich jeder denken, was das ist. Und zwar die Schalteinheit für die Seilwinde. Dann haben wir hier unten Override. Und zwar ist der Rückwärtsgang begrenzt in der Geschwindigkeit, in der Drehzahl. Wie bei fast jedem Fahrzeug auf der Welt. Bei Trecker und so weiter. Und natürlich auch bei diesem hier, weil das ja, wie gesagt, als landwirtschaftliches Fahrzeug, als Ackerschlepper angemeldet ist, braucht er diesen Override. Das heißt, im Rückwärtsgang gebe ich Gas und drücke Override, dann kann ich eine sehr viel höhere Geschwindigkeit rückwärts fahren. Passt natürlich gut, wenn ich zum Beispiel vorne ein Schneeschild dran habe. Hinten, was ich, eine Egge dran habe, wo ich immer vorwärts fahre, Egge hoch, rückwärts fahre mit Egge und so weiter. Ne? Dann haben wir hier, wie beim Motorrad, Blinker links, Blinker rechts, Blinker aus. Hupe. Hupe ist auch schön laut. Hier macht man das ATV an. Zündung, hier ist Licht und Fernlicht und das ist natürlich Warnblinkanlage. Gut, noch irgendwas? Ja, hier haben wir noch mal das zweite kleine Handschuhfach, da ohne Steckdose. Ja, genau, dann haben wir noch einen Schalter hier verbauen lassen. Extra dort, damit der die Bewegung des Lenkrads nicht mitmachen muss. Mal gucken, ob man ihn hier kennt. Da ist er. Der da. Und zwar sieht man sogar anhand des... Ja, das einzige, Mensch, was ich vielleicht vergessen habe, die Schaltung, die Automatikschaltung. Ne? Parken, rückwärts, neutral, High und Low. High ist natürlich die Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit für die Straße. Low, andere Untersetzung, andere Kraft, die er auf die Achsen, auf die Räder bringt und natürlich fürs Gelände. Ja, was haben wir denn noch?
Absteigen. Absteigen geht ganz einfach, ganz leicht. Steht ja sehr gut so auf vier Rädern. Die Sitzerhöhung, das ist eine unheimlich lange Sitzbank. Der Fahrer sitzt relativ weit vorne. Die Sozius-Fahrerin oder Fahrer, in dem Sinne, mein Schatz, hat hinten richtig viel Platz, wie man ja auch sieht, mit dieser richtig schönen, weichen, gepolsterten Rückenpolster. Mit dem weich gepolsterten Rückenpolster. Na, das war ja auch ein Deutsch jetzt. Na, okay. Gut, das ist hier nochmal so ein Aufkleber von mir. Unser Logo, was wir uns haben extra erstellen lassen, haben wir natürlich auch sämtliche Rechte drauf. Können wir natürlich auch selbst natürlich überall nutzen. Dann zeige ich auch, euch doch mal die schicken Felgen. Sind zwar schon ein bisschen schmutzig, aber sehen gut aus. Und rote Bremssättel. Ja, mal kurz hier rein. Da sieht man auch so Allradmotor. Sieht natürlich alles noch schick aus, alles noch sauber aus. Die Bereifung, wie gesagt, das ist also All-Terrain. Es gibt also noch Mud-Terrain, richtig für richtigen, dicken, fetten Matsch und Sand. Aber für das, was wir es nutzen, wird es alle Male reichen. Beleuchtung habe ich euch gezeigt. Heck habe ich euch auch gezeigt. Dann gehe ich doch glatt noch einmal so ein bisschen drumherum. Jetzt muss ich hier mal sehen, dass das Maschinchen ganz drauf ist beim Drumherumgehen und ich auf diesem unebenen Boden nicht gleichzeitig auf die Fresse fliege. Ja, ATV, was könnte ich da noch dazu sagen? Wie sind wir denn überhaupt auf mein ATV gekommen? Wir hatten ja schon öfter erzählt, wir hatten ja diese 125er Yamaha als unser City-Taxi hinten auf dem Motorradträger direkt am Wohnmobil dran. Diesen Motorradträger hatten wir damals schon mitgekauft und da wir ihn sowieso hatten und die Idee hatten, uns etwas, was schneller ist als unsere E-Bikes, bequemer ist als die E-Bikes, gerade für größere Strecken, wollten wir uns sowieso ein City-Taxi kaufen. Also ein City-Taxi. City-Taxi ist der Kosenamen für unser Gefährt, das wir mitnehmen, damit wir vom Stellplatz in die großen Cities kommen. Natürlich auch schön hoch in die Berge, auch rauf zur Alm und so weiter. Jedenfalls, das hat uns so viel Spaß gemacht mit dieser 125er Yamaha, die leider nur 11 PS hatte und 128 Kilo Leergewicht, denn der Motorradträger durfte nur 130 Kilo tragen. Das hat uns aber so viel Spaß gemacht, wobei wir festgestellt haben, in der City von der Seitenstraße auf eine Hauptstraße, wir beide, wir wiegen ein bisschen mehr wie 100 Kilo zusammen. Also das war für das Maschinchen nicht gerade einfach. Da hat sie geschrien. Sie hat uns tapfer nach vorne gebracht, aber es war einfach zu langsam, um mit dem Verkehr so richtig mitschwimmen zu können. Das hat uns auf die Idee gebracht, es sollte doch was Größeres, Schnelleres werden. Was wir eigentlich nicht wollten, war ein Anhänger hinterherziehen. Wir haben ja 14 Jahre Wohnwagen gezogen, so ein 8 Meter Teil mit 2,50 Meter Breite. Macht mir nichts aus, überhaupt nichts. Trotzdem wollten wir es jetzt nicht mehr, dafür haben wir ja Wohnmobil. Inzwischen sind wir dann aber auf die Idee gekommen, es soll das City-Taxi größer werden. Also Anhänger. Ja, wenn schon Anhänger, dann könnte es doch auch ein ATV werden. So waren meine Überlegungen. Weil ich schon lange, ich bin schon ATV gefahren, aber zum eigenen hat es irgendwie nie so richtig gereicht. Oder der Wille war noch nicht so richtig da. Jedenfalls ist dieser Gedanke jetzt wieder aufgekommen. Ich habe gesagt, du Schatz, so ein ATV mit vier Rädern, du mit deinem Rücken und deinen Knie jetzt, und sitzt natürlich auch viel besser, viel bequemer da hinten drauf, viel besser gefedert, sicherer sowieso. Also, außer in Kurven, ich weiß, ATV-Fahrer werden jetzt sagen, nein, ein ATV ist nicht sicherer als ein Motorrad. Also ich sage mal, im normalen Stadtverkehr und sonst was wird man doch ein bisschen eher gesehen als mit dem Motorrad. Auf nassen Straßen, glatten Straßen, feuchten Straßen, Blätter, Laub, was nicht alles, ist ein ATV einfach sicherer. In Kurven muss man sich dran gewöhnen, als ATV-Fahrer hat man das relativ schnell raus, wie man damit Kurven fahren muss. Ja, also wurde es ein ATV, wir haben uns die ersten ATVs angeguckt, dann ging es darum, welche Marke. Es gibt natürlich die beiden großen Marken, die nochmal, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro teurer sind. Das alleine hätte mich noch nicht mal abgeschreckt. Mich hat abgeschreckt, dass der Händler für die absolute Nonplusultra-Maschine
132 Kilometer von unserem Zuhause entfernt war. Und mal zur Inspektion 132 Kilometer hin, 132 Kilometer zurück, da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Also haben wir geguckt, welche ATVs gibt es bei uns in der Nähe, beziehungsweise welche Händler verkaufen welche ATVs in unserer Nähe. Da kam in Braunschweig, was nur ungefähr 50 Kilometer von uns ist, ist die Firma Ducati. Ein super toller Service, kann ich nur empfehlen. Dort haben wir unter anderem auch den Koffer gekauft. Jedenfalls, Ducati verkauft die CF, die C-Force. Eine schöne Maschine, meiner Meinung nach ein bisschen mehr fürs Gelände ausgelegt als die TGB. Einen TGB-Händler haben wir in Gifhorn, das sind so 25 Kilometer. Und einen haben wir in Helmstedt, das sind auch so ungefähr 50 Kilometer. Wir waren bei beiden, wir haben uns Angebote machen lassen. Okay, ich habe nur ein Angebot gekriegt, aber das war dann für uns so annehmbar, dass wir eben eine Mail geschrieben haben und geschrieben haben, pass auf, wir kaufen dieses Maschinchen. Wann können wir sie denn abholen? Ja, und dann nahm das seinen Lauf. Dann konnten wir sie abholen. Da blende ich noch mal ein paar Fotos von ein. Da hat mich mein Freund Marco mit seinem Wohnmobil abgeholt, unseren Anhänger hinten dran, und dann haben wir unser ATV abgeholt. So sind wir zu dem ATV gekommen und so sind wir zu TGB gekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, dieses Design, das gefiel mir von Anfang an. Diese LED-Beleuchtung, diese schmalen Lampen, Farbe, alles komplett. Ich wollte ein Touring, dieses ist halt etwas mehr auf Straße ausgelegt als auf Gelände, und das Design, das sprach mich sofort an. Ich habe meinen Schatz gefragt, die hat auch gesagt, ja, schick, sieht gut aus. Und ja, so haben wir uns entschieden. Es wird eine Taiwan Golden Bee. Golden Bee habe ich, glaube ich, schon erklärt. Taiwan, goldene Biene. Deshalb auch das Logo ist so eine goldene Biene mit sichtbaren Stacheln. Ist hier noch nirgendwo zu sehen. Nee, auf dem Anhänger habe ich es drauf geklebt. Nochmal kurz aufmerksam gemacht auf das Ende von unserem Video hier. Da geht es dann rüber in einen Zusammenschnitt, den wir gemacht haben, aus Videos von ATV Adventure. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Da kann man mal sehen, wie so ein Ding richtig schön auch durch Schlamm fährt. Tja, was man sonst noch so dazu sagen kann, falls man mal keine Straße hat, kann man mit dem ATV trotzdem noch fahren. Wie heißt es so schön? No roads, no problem. Jetzt ganz langsam, komm mal ran hier. Gut, super. Bravo, du kannst ATV fahren, super. Stopp. Ja, und dass so ein Maschinchen 84 PS hat, könnt ihr euch vorstellen. Aufpassen. Ja, liebe Leute, damit verabschieden wir uns für heute, für unser heutiges Vorstellungsvideo. Wir hoffen, es war nicht zu lang, und demnächst erscheinen wir dann mit mehreren Videos, wenn wir unterwegs sind, vom Stellplatz aus. Macht's gut, bis dahin, tschüss.